Wir haben das erste große deutsche Warzone-Turnier auf der neuen Map Urzikstan veranstaltet mit Preisgeld aus unserer eigenen Tasche. Das kam sehr, sehr krass bei uns an und das ist jetzt hier das Highlight-Video mit den besten Momenten, den besten Szenen der besten 16 Teams Deutschlands. Sehr, sehr geil, sowas werden wir in Zukunft häufiger machen, wenn das weiterhin so gut ankommt. Deshalb danke für den Support. Es waren richtig viele Leute im Livestream, aber ich weiß nicht, jeder konnte das ganze Turnier über zugucken. Deshalb dieses kleine Highlight-Video, geschnitten von Kata Franz. Liebe Grüße gehen raus und dann würde ich sagen, viel Spaß damit. Lasst unbedingt ein Like da, vor allem bei diesem Projekt jetzt auch, wenn das keine Klasse ist oder so gerade. Aber das hilft sehr für die Zukunft, um eben noch größere Projekte wie diese veranstalten zu können und euch eventuell auch mit einzubeziehen. Wir wollen natürlich auch mal Turniere machen, wo die Community mitspielen kann und sowas. Deshalb das Ganze gerne supporten. Das hilft natürlich uns, aber auch euch dann in the long run. Ne? Je größer das wird, desto größer können wir auch diese Turniere veranstalten. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Das sind die Teams für unser erstes Warzone 3, heißt ja nicht wirklich, aber für das erste neue Warzone-Turnier. Ich würde sagen, wir gehen sofort in die Auslosung, aber ich möchte noch diesen Clip gucken. Krassester Play bisher in Warzone. Ja. Guckt euch das an. Ich nehme auf den Kran und die Kiste mit. Ja, ist das stark? Nein, ich fahr runter. Also hier ist ein Eisenmann. Hast du dich rausgedrückt? Ich wusste gar nicht, dass das ein ist. Hör zu. Und das nicht im Tourney. Alright, es geht los. Der erste Spin, das erste Team. Oh, es ist krass. Auf der 1 der Gewinner Suke vom letzten Jahr. Und Melvin. Die spielen gegen. Erstes Rang wäre jetzt D-Rock Annika. Oh mein Gott. Ryrex Sparkly gegen Stukex Melvin. Oh. Ist die Timeless und das Conic Creator Duo. Jetzt bin ich gespannt. Nichts gegen Georg. Rice und Mowgli. Weißt du, was krass ist gerade? Mhm. Gerade gehen die viele Creator-Teams weg. Gegen Deki und da fällt mir das Handy runter. Und da fällt das Handy auch einfach. Ach du Scheiße. Oder wie Deki sagen würde, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Basti gegen Murs. Basti gegen Murs ist aber geil. Ja, zwei aus dem ehemaligen Affensquad. Ich weiß gar nicht, ob das noch existiert. Ja, ja. Kennst du dieses Meme von Aiden im Kindergarten, wo der wegen den Lobbys da sind gerade so Max, Meko oder wir gehen noch, aber D-Rock und Annika, die müssen sich gerade umgucken und denken auch, was passiert da jetzt. Das Windkup gegen Typhoon. So, gegen wen? Was? Windkup gegen Typhoon? Windkup gegen Typhoon gegen nochmal zwei andere. Ich denke, auf Vincent haben auch heute sehr viele Leute ein Auge. Ich wünsche mir jetzt, dass Fuchs in Pentagon kommt. Ich habe dieses 2000-Euro-Turnier gewonnen. Seht selbst. Gegen Erzinova. Yuke X Neuvi. Gegen. Nein! Yuke Neuvi gegen D-Rock und Annika. Das ist aber geil, das ist ein geiles Matchup. Das ist das Safe, das ist ein richtig nices Matchup. Also das ist Yuke schreibt ja, ich meine natürlich, wird das spannend. Wäre das geil, wenn die jetzt verlieren würden. So, Schux Mello spielt gegen Aimbrot und Floyd Nico. Und Domus spielen gegen Benno und Jan. Aber das ist das Rematch, denn das letzte Mal ist das anders ausgegangen. Jetzt wird es nochmal richtig spannend. Was denkt ihr, Chat, wer gewinnt? Wir dürfen spielen, ja. Ihr dürft jetzt spielen. Ab sofort ist es erlaubt zu spielen. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Mit welcher Waffe gehst du rein? Mit Bass B und DG 56. Bass B sogar? Ah, Bass B close? Ja. Hallo Jungs. Ja, wie fühlt ihr euch? Gut, Deki ist gerade Pipi machen, er hat Angst. Welche Waffe wirst du spielen? Ich denke mal die DG, so wie jeder in den Lobbys hier, glaube ich. Oder halt ASB, ne? Aber DG spielen wir. Und auf Close Range? WSP Swarm 100er Mac, weil es schwierig mit dem Aim im Alter, weißt du? Ja, okay. DG 56 und WSP Swarm 100er Mac. Auch mit 100er MG. Mac. Ich bin gespannt, spielst du auch jetzt im Turnier auch mit Stim? Beide? Oder natürlich. Nur? Okay, DG Stim. Ich spiel mit Smoke. Ja, okay. Das ist eine ernst gemeinte Frage, Phil. Fragst du Deki, ob er mit Stim spielt? Ja, was soll ich dir sagen, Bruder? Aber spielst du wirklich Stim? Ja, er spielt wirklich Stim. Schreibt mal in den Chat, würdet ihr Stim oder Smoke spielen oder schreibt gerne mal in den Chat. Wer Smoke spielt, sag ich, Pussy. Chris spielt doch Smoke, oder? Kaser? Ich spiel Smoke. Aber er ist auch ein. Kaser spielt Stunts, oder? Nee, ich spiel Smoke. Smoke ist echt besser. Ich spiel mit einem Pussymate, das kann doch nicht sein. Ich bin richtig gespannt, wie wir da jetzt reingehen. Wait, just erster Knock, direkt Nuke Skin. So, ey, ich will die First Round direkt Nuke rein, ne? Boah! Digga, Deki geht so rein. Aber Deki hat auch ein riesiges Ego. Also, aber im Positiven, weißt du, er ist so richtig, du merkst so richtig diese. Er ist confident, das brauchst du so übertrieben. Ja, ja. Sparkly, 8 Kills. Was? Ich hab reingeschrieben. 9 Kills! Aber was ist das für eine Sättigung? Oh mein Gott! Melvin Zuke raus. Ja. GG's! GG. 1-0! 2013, der kommt vorbei. Ein Nox.
Ist er besser? Renn in ein komplettes Team rein. Und jetzt kracht's. Bei mir ist er noch. Oh, das heißt wieder. Jetzt bin ich gespannt. Ich komm, warte. Jetzt bin ich gespannt. Einer pusht dich halt. Mein Gott, Herzen. Noch einer pusht. Mein Herz skippt a beat. Wirklich. Boah, aber perfekt, perfekt, wie sie reinkommt. Es ist perfekt. Oh mein Gott, es ist so gut. Das ist eine aufgehobene Waffe. 100%. Hab ihn stunned. Oh, was? Nein. Sag mir bitte nicht, das ist Manu. Nein. Und Momo sniped den im Turnier so. Hab ihn stunned. Oh, hab ihn einfach sniped. Ist das insane? Hab ihn stunned. Oh, hab ihn einfach sniped. Schock, oh mein Gott. Schock. Gesniped aus der Luft. Momo. Syrix hat mich getötet. Syrix. Ja, sie vor Momo. Momo, I like it. Aber die spielen gut, die spielen die alle so, ne? Und die spielen vor allem alle mit, wow, 100 Schuss Magazin. Ja, weil du hast, glaube ich, keinen Movement Penalty. Oh, so Gunfights sind so scheiße. Oh nein! Ich glaube, die waren gut, ne? Dass Ersin und Nova down sein könnten. Ich hab's verloren. Ja, du hast es verloren. Safe. Du kommst, also da kommst du nicht mehr raus. Oh Mann! Bitch! Er wollte die Body shooten. Darf man das nicht? Nicht. 17 Kills. Digga, was macht Typhoon da? Das ist wirklich big. Gulag-Token darf man nicht mitnehmen, so als Info. Genau. Oh, Stunts, ganz eklig. Aber wichtige Semtex. So eine wichtige Semtex, weißt und du, so damit sie nicht hochpushen. Auch, ja, er hat so den Push damit im Keim erstickt. Und das ist ein starker Laufweg da gerade. Er ist 2 vor 20 Bomb, ne? In der ersten Runde, das gibt so Kraft. Ist das stark? Er hat keinen Schritt gehört. Gar nichts. Ich hatte Türknallen gehört. Ja, man hat, er hatte nur Glück, dass und das er vor der Tür stand. Erste 20 Bomb. Ja, man ist halt aufgeregt. Ich habe das gestern wieder gemerkt. Ich habe 4 von 5 Gulags verloren. Und ich habe nur um 2 Dollar gespielt. Spielt mal um Geld. Also, nein, spielt nicht um Geld. Wirklich, spielt der Partner unserer Häuser ist ein Freund des Teams. Stay. Ja, das ist Annika. Nein, die Rock ist. Ja, das ist nämlich das. Genau das ist das. Ja, nämlich. Ja, ja. Genau das ist du bist so richtig drin und dann vercheckst du so manche Sachen auch. Ja. Boah. Oh mein Gott. Und da kommt der Push. Ja, und das war's. Wir haben das erste Ergebnis hier: Match 7 und 8. Floyd, Raptor haben gegen Pentagon und Futzen verloren, 0-2. Und auch 0-2 haben Aimbrot und Meko gegen Schux und Mello verloren. Nein, DMDK getötet. Nein, ich wollte den Finisher geben. Was? Ich wollte den Finisher geben, nein, sagt er. Dome sieht ein bisschen brüchig aus. Dome Lippen zusammengebissen. Hier sind einige, Bro. Fokus. Ich markiere genau schon mal einen, damit wir... Ja, ich lande einfach genau auf dem Dach da, ja. Was glaubt ihr, wer gewinnt? In der Ebene. Aimbrot, Meko, Floyd oder Rappi? Wer gewinnt? Über uns. Ja, auch so die an. Das ist der Psycho. Das sind 2 Psychos. Oh, Nukeskin ist low. Die sind beide full dead. Max ist tot. Wie steht's? Beide full tot. 10-2. Max er ist nicht full dead. Er ist nicht full dead. Was für ein Puls hättet ihr in der Situation, wenn ihr angeschossen werden? Die werden ihn pushen. Ja. Dreh das Auto! Ja, GG. Damit ist das erste Team raus. Oh, das ist sehr schade. Die Sensenmänner von Al-Masra. Aber so können Turniere laufen. Oh, 13 geht schon wieder. Typhoon! Oh, er ist krass. Was ist mit Typhoon los? Er ist ihn auch full tot? Typhoon nächster Kill? Er spielt auch die Busby Close Range. Ja, das spielen echt viele. Ja, Video lädt morgen hoch. Du hörst dein Mikrofon rauschen. Sein Blue Yeti rauscht einfach gerade vor sich hin. Eins in den Chat schreien, da muss jeder eine Eins, um die Anwesenheit nachzuweisen, in den Chat schreiben. Den wird er bekommen. Bait-and-Switch! Doch, natürlich, ja, das war Bait-and-Switch. Sehr, sehr stark. Auch gerne einen kostenlosen Follow da lassen. Der Gegner hat Ahnung. Ja, er ist direkt im Headglitch gesprungen. Da hat noch kein Shot connected. Das ist das beschissenste Gulag, finde ich übrigens. Ja. Wenn du diesen Headglitch da hast am Anfang. Vor allem das Wasser hörst du so laut, wenn du da durchstampfst. Durchmatscht. Ja, da wird richtig durchgematscht durch das Wasser. Aber Jan, aber er hat's. Das ist so oft, dass du dann auf einmal noch stirbst trotzdem, ne? Ja, das Bro, richtig, das ist so krass weird. First Shot. Ich habe das Gefühl, andere TTK im Ding. Ja. Matze und Lipton gewinnen gegen Stu. Ach, Digga, ich dachte, Mason. Das ist schon durch gewesen sogar. Das wusste ich gar nicht. Aber ja, genau, richtig, ja. Jetzt geht's darum, die Gegner sind tot. Zweite Runde, wenn die jetzt mehr Kills machen, als die Gegner, die beide full tot sind, die keine Kills mehr machen können, dann sind die weiter. Ist Annika allein unterwegs? Haben die sich gesplittet? Warum splitten die sich? Die müssen 2 Kills noch machen. Ich meine generell. Bitte splittet euch nicht. Was sehe ich hier?
zum Beispiel, er könnte sich den Shop jetzt werfen und könnte sich seine Loader-Buffe holen. Er hat der 7000. Ja, aber... Die kostet nur 2,5 und er hätte dafür nur 4 Rebuy. Ja, ja, okay. Aber das weiß er in dieser Situation nicht. Nee, safe... safe nicht, ja. Safe nicht. Und das ist halt das, wenn es um was geht, dann fällt dir sowas nicht ein, wenn du als Locker wegspielst. Annika weiß ja nicht, dass er einen Shop hat, das heißt, er kann es auch nicht gecallt bekommen. Da sniped jemand auf ihn. Piekt er weiter? Alles Scheiße, können wir reden. Was machst du? Das ist ein starker Callout gewesen von Annika. Fühle! Ich bin tot bei dem Scheiß Hyper. Mein Headset ist ausgegangen. Nein. Annika! Ja, sie macht jetzt AirPods rein. Red mal. Ja, hallo, hallo. Annika. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Jetzt höre ich dich wieder. Oh mein Gott. Ist mein das Herz. Geisteskrank? Der Shop, wo wir. Ist der Puls, ne? Darunter. Da ist. Ja, das ist der Puls. Er hat 4K zum Kaufen. D-Rock hat aber heute auch keinen guten Tag. Hab nichts gesagt! Hab nichts gesagt! D-Rock! Let's go! Oh mein Gott! Weißt du das? Du bist wirklich der heftigste Spieler, den ich hab. Annika, so süß. Wer kommt da hoch? Knossi, das ist so ein Knossi! Es ist so ein Knossi! Das muss jetzt Win sein. Das ist ein Knossi! Er hat ja genauso reagiert wie ich. 1 zu 1. Okay, geh raus. Das ist durch, oder? GG's. Ja, 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 kannst du ausmachen. Niemand hat an uns geglaubt. Stark. Harid angeschossen von direkt vor ihm. Und Nate. Er hat's predicted gefühlt, dass... Oh, und das ist die nächste Nate. Ach du Kack, keine Chance. Gar aber keine das hackt wieder ab. Die spielen das wieder so gut, die Gegner, weißt du? Da hocken 4 Leute im Haus. Ich glaube, mein Schwein pfeift da gar nicht. Gegen Houbini! Ja, das ist ja free. Das gewinnt ja easy. Ja, das ist ja quasi jetzt geschenkt. Das ist ja geschenkt. Hey, was hat er für Shots? Warum ist er denn mit der Pistole? Er hat die Pistole an. Ja, aber warum denn am einen? Ah, er Overkill Sniper. Ich habe einen gesniped, den ich bekomme einfach. Er spielt die gegen Katzen. Egal, versuch mich. Momo ist so komisch mit den Klassen. Aber er, guck mal, also er ist die Leute ja schon fast. Lodi und hier liegt alles, 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 alles. Wir können auch mit Ballon auch direkt weiter. Er ist die ganze Zeit über 110er Puls. Also hat er ja unterm Strich nichts falsch gemacht und macht jetzt einen Kill. Er hat alles richtig gemacht. Warum hält sich einfach meine Fresse? Ich gehe noch gar nicht aus, wo ich hier langlaufen kann. Scheiße, das ist alles auch passiert. Das wäre zu krass gewesen. Push dich, push dich. Nein. Ich denke, ich hab einen da hinten gesniped. Da hinten gesniped. Ja, da hinten sogar. Da hinten, Digga. Das finde ich schrecklich. Ja, ja. Also ganz viel. Das ist generell so Alerts, ja, die so ganz kurz auf dem Bildschirm sind, geht das egal. Was passiert da gerade? Was? Also ich das, das ist viel zu viel. Ja. Ihr erinnert mich so doll an die Opas aus der Muppet-Show. Ist das gut? Nein. Runde 2, Ryrex Sparkly. Deki Kaiser gegen Muas Parit, auch krass. Schucksmello gegen Pentagon Futzen und wer hier auch noch mit drin ist, ist D-Rock Annika. Die sitzen also dazwischen. Ja. Ja. One-Shot sein Teammate. Ab denn. Lennon, Bro. Lennon. Lennon? Nein! Lennon ist ein UK-Player. Lennon ist Platz 1 ranked gewesen in der letzten Season. Boah, was sind das für Lobbys, Bro? Das ist. Das macht. Schien. FIFA-Kill! Denno hat Lennon und FIFA-Kill gemacht. Mello ist tot, Schucks alleine. Also einer der besten Spieler auf der Welt, der hat Solo-Yolo auch gewonnen, zweimal. Mit der Semtex, ne? Stuck! Oh, nice. Wir haben Georg noch gar nicht gesehen heute, außer seine wunderschöne Glatze. Ja, ich bin ganz kurz einmal. Er hat 7 Kills! Der eine ist oben! Der eine ist oben und snappt auf mich! Ich habe heute ein Turnier gespielt und einen Nervenzusammenbruch bekommen. Sieht selbst. Sieht selber. Das ist euer Medizinstudent. Was hat der da um den Hals? Also als ob er so Arzt-Cosplay macht. Stethoskop, sag ich doch. Ich kann das mit Muas alles nicht mehr. Ja, wir gucken hier halt zu, weil das, da geht es jetzt gerade darum, wer im Turnier bleibt und wer rausfliegt. Ne? Das ist ein Best of One. Wenn die das verlieren jetzt, dann ist vorbei für die. Hier vor uns. Einer noch. Einer down. Zwei Leute. Okay. Drei Leute. Ja, ich bin Dings. Ich zieh durch, ich zieh durch. Nein, ich hab Double Buyback. Bruder, bitte, bitte, bitte nicht. Ich hab. Nein. Er hat Double Buyback gemacht. Rice, es tut mir so leid, Bro, es tut mir so leid. Und Rice findet das gar nicht witzig. Freunde von und er wird angeschossen. Ich wollte eine Drohne holen. Wenn der Gulag jetzt auch noch verliert, dann ist vorbei. Dann LFD, looking for duo. Postet man ja immer bei. Okay. Wusstest du das nicht? Ich dachte irgendwie sowas wie Let's Fucking Die oder so. Nee. Keine Ahnung. Ich. Ja, red weiter, red weiter, red weiter. Es geht auch dazu darum, jemanden. Bro, ich höre keine Steps! Die haben gewonnen. Also ohne zu übertreiben, aber mir ist schlecht. Oh, LK Call bei Schux und Mello. Ich habe Mello noch nie gesehen. Ich auch nicht. Sind gut. Bro, what are you trying?
Ja. Hey, Jungs, oder? Ecker. Ja, ja, ja. Doch, würde ich aber auch sagen. Jungs, warte mal. Ja, safe. Und könnt ihr ganz kurz bei Vincent auch einmal bitte rein? Warte mal. Was passiert da? Resurgence, oder? Resurgence, Digga. Ja, er spielt sich, dass er warm bleibt. Ich denke. Matze, Lipton gegen Gustav, Henki, Deki, Kaiser, Muras, Parit 1:1. Wir haben Vincent und Typhoon gegen D-Rock und Annika, Manu und Schux, unentschieden gerade gegen Jan und Denno. Erste Runde Loser Bracket hat Rice und Mookie gewonnen. Flashy und Nick spielen jetzt gegen in Best of One gegen Stuke, Hex und Melvin. Das ist natürlich auch echt bodenlos. Boah, MX Guardian, die ist so Arschwitze. Damit rein, das ist. Es ist ein Freakill, ja. Wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, es ist halt immer eine Frage, wie das läuft, nicht nur diese Turniere machen, sondern auch mal euch mit einbeziehen, Community-Turniere. Wir haben auch noch Dinkel vs. Uncut, wird es natürlich auch in Warzone 3 geben. Bleibt einfach am Start, lasst Follow da, supportet den Content und... Oh, das heißt schon lecken. Bei mir zwei. Alles ich habe Atem noch angehalten, ich muss jetzt atmen wieder. Shotgun hatte der. Schön oh mein gespielt. Gott, aber Matze, besser. Sehr schön gespielt. Jetzt. Wo ist die Sim? Er hat keine Sim. Er hätte rausgemessen. Nein! Pussy! Auf Jan wechseln. Das ist halt super spannend bei einem. Wechsel mal auf Jan vielleicht. Ja. Das ist eine gute Perspektive. Aber wenn ihr wisst, da geht's gerade ab, da ist gerade wichtig oder sowas und ihr habt das besser im Blick als wir, weil wir halt oftmals einen Stream nur aufhaben und den wir dann wirklich gucken, dann schreibt das immer gerne in den Chat. Oh! Subco. Und da fehlen nicht mehr viel. Da fehlen 30 Subs. Ganz das Stream Känguru-Kostüm, das würde ich eigentlich schon ganz gerne sehen. Ja. Falls ihr jetzt gerade frisch das erste Mal zuschaut. Eine Kamera. Boah, beide snipen, ne? Ja. Wer da? Komm. Dann gerne haben wir ein Abo da lassen. Wir haben Hengi, glaube ich, nicht offen. Noch nice. Kurz. Aber auch hektisch. Ich fühle das total. Und jetzt. Oh. Ich würde sagen, es war ein Freistoß aus guter Position. Oh mein Gott. Clutch Play. Schön. Ohne. Warte. Ist das lecker? Oh, das ist richtig. Das schmeckt lecker. Ja so gut, yummy. Genau unter mir. Die Camo ist so geil, aber das ist so verbuggt, wenn er mit diesem Griff rennt. Hast du es mal gesehen? Nee, hab ich gar nicht drauf geachtet. Wenn der Tech sprint gleich, achte mal auf die Hand. Ach so, oh nein, das ist nervig. Aber spielst du auch den Griff? Ja. Aber das ist eine geile Waffe, muss man sagen. Alles schräg! Ja, das habe ich vorhin im Endgame in der Uncut-Runde auch gehabt. Das sind keine echten. Das ist nicht real. Weißt du? Das ist da einfach. Was ist das? Das hatte ich vorhin Endgame-Uncut-Runde auch. Genau bei diesem Berg. Hä? Aber sind das Gebäude, die es überhaupt gibt auf der Map? Was ist das denn? Oh mein Gott, er gibt alles gerade. Oh, die sind nicht schlecht. Ja, keine Chance. Ja, da lacht er. Da wurde, guck mal. Ist das geil? I'm sorry, genau. Bro. Dort, wo du. Chillern. Ja, ja. Das sind die. Ja, gar keine, das ist gerade unentschieden. Die brauchen einen Kill. Wir können eigentlich bei Daniel jetzt reinschauen. Ja, GG ist an Denno und an Futzen. Sie kommen jetzt gegen Vincent und Typhoon rein. Ja, Baby. Wieso spielt ihr eigentlich nicht mit? Weil wir hosten das Turnier. Wenn das keiner kommentiert, dann kann das ja nicht stattfinden, so wisst ihr. Oh, er hätte vielleicht weit. Oh, das ist so kritisch jetzt gerade. Nein, wie verliert ihr das? Pink tot. Jetzt habe ich gesagt, waren Pink tot. Deswegen, weil gerade einer gefragt hat, warum wir nicht spielen, weil also so läuft das halt, wir hosten halt. What the fuck? Er hat das so gut gemacht, way zu Akrobastards, weil die Lobbys, die brechen mich so durch, wirklich. Beim Zuschauen einfach. Ja. Ich finde beim Zuschauen finde ich es einfach schon anstrengend. Ich weiß nicht, aber hier ist gerade so wichtig. Ja, das ist entscheidend. Da ist ein Auto noch hier hinten, außer zwei Autos, die eine ist ausgestiegen, ein Auto. Ja. Schlimmer, einer wird zwei. Das haben wir sogar gehört, das hab ich sogar gehört. Ja. Und jetzt, Diggi ist dem Digga, wie die spielen, boah. Bro. Short and sweet. Ja, nee, normaler Gunfight. Ganz normaler Gunfight. Ganz normaler Gunfight. Völlig normal. Das sind alles ganz normale Spieler, den Leuten. Bro, normaler Gunfight. Normaler Gunfight. Ganz normaler Gunfight. MTZ. Er spielt diese DMR, die du mir gestern gesagt hast. Ich war ein Two-Shot Dead. Zwei Shots. Aber 20 Schussmagazin halt nur. Für Solos ist richtig krass. Und dann, wenn du so wie ich auf dieser erhöhten Position auf einen schießen kannst.
Das ist doch einer gerade reingeschrieben, die Bärte werden so bearbeitet. Ich schon mal, ja, aber ich bin, es ist irgendwie so, was das auch immer, es ist bei mir so, wenn ich nichts zu tun habe, sondern dann kräuselt man da rum wie so ein Digi hat 9, das heißt, die sind down. Digi ist scheiße, heißt das. Das heißt, Digi ist scheiße. Wir brauchen jetzt die Kills. Der ist so wichtig. Was ist das für eine TTK? Das ist so manchmal random vom Gefühl her. Jetzt darf er nicht zu gierig werden, das ist ganz wichtig. Aber er braucht die Kills. Aber Moas ist doch down. Ja, aber die haben nicht mehr Zeit, Bro. Guck mal, das Game ja, aber ist er macht ja richtig. Ich sag ihm, ja, er darf ja, nicht zu ja, so gierig jetzt aber nach Aber nicht oben. Rein. Ja, ja, genau. Immer noch schlau spielen. Keine Gasmaske leider, sonst könnte er jetzt... Harid ist da auch noch. Und jetzt von hinten. Und dann auch noch töten. Ja, ist das gut, aber nur 2 bekommen. Ich weiß nicht, reicht es? Ja, die waren 8 Kills halt ab. Das ist so gefährlich, ne? Mittlerweile ist das jetzt richtig gefährlich. Roms. Wow! Ich weiß nicht, was ich hier von Fett einfach besser. Ist krank, aber du bist drin. Wir spielen gegen Mogi und Rice, ne? Mhm. Starker Buyback, wichtig. Ich glaube, als Keyword wäre das Scuff ganz gut geeignet, genau. Oh, ich hab richtig Bock, die was. Ja! T-Rock, spiel deine auf! Komm, spiel deine auf, T-Rock! Wow! Nein! Ich konnte nichts machen. Annika. 12 zu 11. Da war gerade eine 0. Da war gerade eine 0. Ja, Annika. Aber guck mal, Endgame. Das ist so knapp. Er braucht 2 Kills. All eyes on Rice. Da spannend. Jetzt hätte ich gern Pulsmesser. Eventuell reicht ein Kill. Eventuell braucht er. Und da ist einer. Oh mein Gott. Smoke. Er braucht die Finish. Er kommt nicht hoch. Ah! Entschuldigung. Oh mein Gott, ich hab so laut geschrien. Nein. Er pennt. Wie sieht er ihn? Oh mein Gott. Er hat ihn nicht bekommen, aber. Er hat ihn nicht bekommen, er hat immer noch 7 und er stirbt! Er stirbt! Wir haben's. Ich kann nicht mehr, Digga. Wir sind gleich. 30 Sekunden nach dem Tod zählen und noch alle Kills, die er danach gefinisht bekommt, eventuell. Mehr, es geht nach Schaden, das ist das erste Match nach Schaden. 7? Ja, das reicht. Ja, meine Kills haben nicht gezählt, warte kurz. Dein Kill hat nicht gezählt. 11 zu 12. Ja, also meine ich, ja. Er hat ihn nicht gefinisht bekommen. Aber warte noch? Ja, er stirbt nicht, oder? Müssen wir kurz warten. Nee, er hat den Kill nicht bekommen, weil er ihn nicht gemacht hat. Der hatte safe, richtig, der hat sich nämlich gesaved. Geh mal in Discord zu Annika rein. Ah! Hallo? Das wäre jetzt so hallo? Hey, jetzt tut mir Dennis leid, aber. Hallo Annika? Ja, das tut mir auch leid. Jetzt, wenn das jetzt so wäre, ja. Hi. Hi, wie war die Runde? War die schlimmste Runde meines ganzen Lebens, glaube ich. Hat sau Spaß gemacht. Ja, ihr seid in der nächsten Runde. Waren die so krass ab? Entschuldigung, was war das? Du willst ihm ja helfen, aber du willst auch nicht zu viel rein. 6 für Tai. 6 für Tai. Ich höre unter dir, ne? Pass auf. Was? Siehst du? Pass auf. Er muss halt auch Kills machen. Er kann ja, nicht die ganze Zeit nicht machen. Chillen. Er kann nicht chillen. Einzelschuss oder was? Chill unter dir, ich höre, sie kommt zu dir. Komm, komm's jetzt. Mach noch eine. Welche Farbe bist du? Gelb, immer noch. Mann! Oh mein Gott! Ich glaube sogar, Diki wäre fast gestorben jetzt. Er ist One-Shot. Schade. Ich hatte falsche Waffe in Hand. Oh mein aber Gott. Aber die sind doch trotzdem krank ab. Also, es werden sie ja trotzdem gut. Aber es leben noch viele für die Zone. 26. Wir haben 36, die haben 24. Ausbruch. Nein. Oh mein Gott. Die müssen sich aufklatschen lassen. Diki darf weiterspielen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und der kann richtig viele Kills machen, wenn ein paar Leute zurückkommen jetzt. Holy shit, Mucki, danke für die Raids. Ausbruch in der 6. Sie können noch so viele Kills machen und es haben gerade eben noch richtig viele gelebt. Und allein ihm schon 5 zu. Gute 3, aber. Noch zugucken. Hier bei ihm mindestens 2. Wow, dass wir das verlieren, ist crazy. Hä, das war dumm. Und das sind jetzt die wichtigen Kills. Einer ist oben auf dem Dach, pass auf, ist ganz eklig. Bitte Pistolen. Einer ist auf Dach. Links Deckung, ja. Ja, die müsste runter, bro. Warte, er hat ihn gerest. Was? Den muss er gewinnen, oh mein Gott, Chris! Aber auch gut gespielt, er wusste, dass er den Rest. Ah, Mann, ich hätte ihn gefinisht aus Versehen. Ja, safe direkt. Ich hätte alles gezündet. Ich hätte das nicht gesehen, dass er liegt quasi. Ich hätte gedacht, diese Ruhe dabei zu haben. Ja, das Mann. Ist einer ist da oben, fehlt. Ey, wenn die das noch holen. Ich hab's nicht gesehen, alles gut. Ich fahr da, die Jonas. Hier. Knock, stark. Ich gehe jetzt ins Haus. Das. Also das ich weiß halt nicht, ob's reicht. Die waren halt wirklich hart ab, ne? Oh mein Gott! Double Rest! Er ist auf Stair. Nein, das ist ja geboostet jetzt hier. Er ist Digga, hat er sich. Ich wundere, dass sie so eine KD bekommen. Jetzt nicht gehatchert werden. Da so confident zu bleiben, zu pieken. Er ist noch in der Luft. Ist das ein wichtiger Knock? Nächste Bro, 20 Bomb. 21. 22. Noch einer? 22.
Also reicht's? Ist nicht zu fassen. Ich bin ab 2, du bist ab 2, bin gewonnen. Oh mein Gott, ich bin down 2, gewonnen. Warte. 36 zu. Haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen, Bro. 37. So, das sind nicht barfuß, sorry. Das sind die Teams, die übrig geblieben sind. Es sind nur noch 8 Teams von 16 dabei. Das heißt, es sind genau die Hälfte der Teams raus. Und jetzt gibt es natürlich noch längere Matches. Das Grand Final wird auch ein Best of 5 sein. Ab jetzt jedes Loser-Bracket-Spiel auch Best of 3. Das heißt, die gehen jetzt auch ein bisschen länger. Das heißt, wir kriegen jetzt noch richtige Kracherpartien hier. Er fällt runter. Ich werde geheadshot-sniped. Gelungen. Headshot. Es war gelungen. So, ihr habt gelogen. Das war straight up eine Lüge. Bei ihm würde ich nicht. Disqualifikation. One-Shot down. Ist noch einer. Ja. War so ein guter Schuss. Wer hat also Death Error? Also, ja, wenn es ein Zeros. Nee, ich habe Death Error, ja. Wir waren 4 ab zu dem Zeitpunkt, wo ich Defo hatte. Also Paris Kills sehen jetzt auch, ob ich es nicht. Ja. Machen wir so. Alles gut. Ja. Maximilian? Maximilian, wir haben es gesehen. Ich hab gesehen, was da passiert ist. Nee, die hat das Base halt auf Range übertrieben schwer zu spielen, ne? Boah, so ein geilen Der erste Burst ist so perfekt ins Nichts gegangen. Hallo oben bei mir. Ah, Smoke, okay. Ich hier hoch sippen, oder? Die Nate und noch ein. Und ein Nate, Smoke, Hilfe! Was passiert jetzt? Ja, warte, war das seine Smoke? Ist über dir? Weak. Ah, schade, das wäre krank gewesen. Aber ja, Chris hat die Kills, oder? Chris ist stark. Wow. Hat er die Smoke gerade geschmissen? Nee, ne? Er hat nur eine. Ich weiß es nicht. Also, Deki Smoke war es auf keinen Fall. Ich bin doch keine Pussy, hä? Natürlich, Stim. Ich denke schon. Aber noch. Oh, ja. Jetzt finishen. Ist das Push, ne? Boah, wie geil, Mann. Wie geil haben wir ihn gesehen, wegen dem Rauch von dem Blacksail-Skin. Wow, er hat aber auch so 50-50 Luck teilweise. Wirklich Luck oder Skill oder Cheater. Genau so. Boah, ich bin jetzt gut. Ja, sind hier oben. Ach du Scheiße. Nee, Mario 04 hat ihn gekriegt. Smoke. Smoke, aha. Oha, das Radar, aber. Warte mal. Das Radar war smart. Ja, Pussy. Ohne Pussy. Ja, können wir jetzt noch nicht 10 lassen, sorry. Wir haben die Regel nicht gemacht, aber. Pussy gibt's 10 nicht. Einfach komplett überlebt, nur wegen Smoke. Einer hinter mir, Klaus schon. Der geht jetzt zu mir. Turnton hat auch mit mir diskutiert. Ja, Smoke sind's gar nicht. Überhaupt nicht. Null. Digga, Diki macht die aber auch. Sind gar nicht. Also, Digga. Das ist richtig. Nee, ich will jetzt. Ja, ich bin der Entschuldigung. Dicky! Ich bin der Entschuldigung. Ja. Weißt du, was kommen wird? Ja. Ich habe im Stylus dieser King Phil Turnier diesen Play gemacht. Ich hätte eigentlich sterben müssen, doch dann ist das passiert. Seht selber. Ich bin wahrscheinlich dead. Oh mein Gott. What the fuck? Gib auf. Und jetzt. Er hat eine Flare, aber er holt Matze. Ich kann nicht flaren. Es wäre 50-50. Es wäre 50-50. Noch gar nicht. Aufnahme läuft. Links und rechts überall, keine Chance, kann er nicht überleben. Nee. Und jetzt? Ab 9 insgesamt. All Eyes auf gleiche Matze Situation. Und Lipton. Und nur aber ab 9, nee, loslassen, Bro. Es sind nur noch 12 Leute live. Oh nein. Ja, wir können ihn leider nicht zählen lassen, weil Deki mit Smokes gespielt hat und damit eine Pussy ist. Bro, ich hab Smokes aufgehoben, das war nicht mein Lodi, Bro. Also würdest du bleibst nach der Runde auch noch dabei, Smokes jetzt nicht. Natürlich, komplett, kein Smokes, Bro. Er spielt 40 Schuss DG übrigens. Ich würde immer 60 spielen. Ja, safe. Ja. Einer hat halt on me gerebert. Auch gerne mal dem World Series of Warzone. Danach kommt Runde 3, wenn die gewinnen. So war es gemacht. Perfekt. Wirklich perfekt. Perfekt, antizipiert. Nein, weil sie leer ist. Er muss nein, Bro, wenn ich den hole. Ja. Miko landet jetzt hier am Loadout. Das spielt der gute Mann eigentlich. Waste fürs Form, klar. Das ist ein wichtiger Kill hier. Ja, wird mitgenommen. Wird von links angeschossen, kommt gut weg. Wow, wichtiger Knock, aber beide full tot. Beide full tot und ich glaube, das war's. Aimbro und Miko haben einen ganz guten Loser-Bracket-Run gemacht, haben gegen Ford Raptor gewonnen, Ford Raptor rausgeworfen, haben Gustav Henki rausgeworfen und jetzt gegen Muas Pared rausgeflogen, aber auch nur mit 1-2. GGs auf jeden Fall an die. Annika, das nächste Mal spielen wir, okay? Wir spielen zusammen. Ich bin eigentlich nur gejoint, weil ich habe Kill-Record gehört, da dachte ich, das ist mein Einsatz. Aber ich bin dann Annika ist die einzige Teilnehmerin, die 0 Kills hatte in einer Runde. Das stimmt nicht! Doch, du hattest 0 Kills. Annika, hast du gegen Neubi gewonnen? Runde. Ich bin bei Dennis. Ich hab gegen Neubi gewonnen, ja. Und Stark. Kurz, Juke hat mir noch in den Chat geschrieben, als die Annika ausgelost bekommen haben als Gegner in der ersten Runde. Ja let's go! Cool. Sympathisch. Dann haben die 0-2 verloren gegen Annika. Und der Envision ist ausverkauft. Gib mal hier ein paar Infos.
Aber das macht er, das macht er, das macht er, das hat er. Wie lange geht das denn hier ungefähr? Jetzt mit der Info, wenn ich bin Nordort gelandet, aber ich habe direkt Schutz gemacht. Engine Roaming hat angerufen. Waren eben welche, die halt starten. Hallo, Winkum, die Leute ist abgelaufen. Die wollen, wie sieht's aus bei Vincent? Vincent darf jetzt halt nicht sterben, ne? Vincent darf, wenn er, Vincent jetzt stirbt, das ist nämlich das Problem. Dann darf er den Jailbreak nicht. Dann darf er nämlich den Jailbreak nicht bekommen. Deswegen, und er muss jetzt die 15 Sekunden unbedingt überleben. Weil er hatte nämlich schon Gulag, deswegen. Hier sind zwei Daumen gerade. Oh, wow. Was? Und es zählt nicht mehr. Oh mein Gott! Du bist halt genau jetzt gestorben, ne? Ja, das hat nicht mehr. Das, ich hab extra darauf geachtet, das war nicht durch. Der Sound vom Jailbreak kam kurz nachdem er gefinisht wurde. Man genau, kann nicht so unlucky sein. So sieht meine Pizza aus. Boah, er sieht wirklich geil aus, oder? Zweiter hier. Einer da. Oh nein, so ein ekliger Outgun. Lass rein, lass rein. Einer hier, ein Shotgun. Oh, Einer hier, aber stark, ganz, ganz starker Retail. Oh, kriegt er ihn noch? Boah, das ist ja stark. Runter. Hinter dir! Was? Ja, egal. Was? Aber so stark, holy shit. Ich hab so laut gebrüllt. Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen ein bisschen chillen, wir haben schon 23 Uhr. Und Wer ist wohl dead? Ich hab schon Annika gerade tapsen gehört, wie sie... Ich bin Gulag. Oh mein Gott! Oh, ich hab bisher das Gefühl, die haben Momentum, die Jungs. Es läuft bisher. Game up. Einer One-Shot, zwei One-Shot. Drei One-Shot. Drei One-Shot, einer Knock. Seh nichts. Zwei One-Shot, einer Knock. Stark, hab ich schon gemacht. Ich geh auf die Finish. Alter. Hab den anderen. Das ist so ganz stark, das haben die richtig gut gespielt. Ja. Du kannst da überall hackglitchen. Boah, machen die viele Kills. 15, 14, 11, 8 habe ich gerade gelesen. Kommt der noch um die Ecke? Stark. Wow, aber der ist close unten, ne? Mhm. Und da ist noch neben einer. Boah, gut weggekommen. Oh, so stark geschossen. Ja, ja. Ist das geistig. Das darf nicht. Schade. Und von links auch noch. Und vor ihm. Und Schockstab. Oh, wenn ich nicht geschafft habe, hole ich vielleicht noch rein. Schade. Wenn die das jetzt noch drehen, dann haben wir ein Loser-Racket-Finale. Dann spielen Suke Melvin gegen Diki Kaiser. Ein Daumen müsste sein, echt? Was ist da passiert? Er hat den Falschen genommen. Er hat den Falschen genommen, oder? Ich glaube, er hat Falschen. Oder wen Falschen, ja. Melvin wieder tot. Nice, good shit, bro. GG's. Jetzt geht es langsam um die Wurst, liebe Leute. Herzlich willkommen zum Finale des Loser Brackets. Stuke, Melvin, beide in London gewesen bei der World Series of Warzone LAN. Spielen jetzt gegen Diki und Kaiser, eins der Favoritenteams. Und jetzt kracht sie richtig im Best of 3 Loser Bracket, Freunde. Was tippst du? Map 1. Ich sage Stuke, Stuke, Melvin, weil die eingespielt sind. Die sind drin. Die, ja, sind drin. Die haben jetzt Feuer unterm Arsch. Oh mein Gott! Oh, nicht schreien. Ich wollte schon wieder. What? Alter! Das war perfekt! Sniper Diki. Ich will jetzt Sniper Diki sehen, rechts auf dem Dach. Und Helm auf. Da! Kann ich finishen? Ich lande jetzt hier unten, die gucken vielleicht. Nein, komplett Sweater. Und zwei Teams sogar. Da Probleme. Oh! What? Gewinnt er das noch? Nein, Pistol? Was ist das für ein Gulag? Was habe ich da gerade gesehen, bitte? Aber was war das auch für. Das ist eine richtig vergiekte, eklige, triefende, matschige Mistlobby ist das. Was ist das für ein... Warte! Er geht... Aber er geht nicht mehr zurück, weil das war's dann. Und da auch noch. Was machst du? Was für ein Laufweg auch! Er spielt die schwindlig! Daddy? Er hat mich auch schwindlig gespielt gerade. Boah, okay. Aber war stark, dass er da nicht down geht. Melvin hat das entscheidende Gulag für die erste Runde. Oh, und das ist natürlich das Sidewinder-Gulag. Aber ja, aber es ist halt, Bro, er war in London. Geil, dass er Sheetbreak hat. Er unter mir ist, Bro, es ist das Finale von Loser Racket. Er hat jetzt ein Stimplin gemacht und macht uns eine Ansage. Nein. Oh. Ich bin der Beste. Ich muss es sagen. Ist stark. Ich gehe komplett mal andere Seite. Ja. Seht ihr das? Chris und Stylers, falls ihr zuseht, wieso man Stims spielt. Chris und Stylers. Seht ihr das? Nein, ich bin gar nicht da. Nee, ich klippe ihm doch nicht. So, nicht geklippt. Und tot. Entschuldigung. Sorry, tut mir leid. Ich bin hier im Boden geschmissen gerade. Beide irgendwo. Schöne Chance, vier Kills. Flip of the day komplett. Boah. Was macht der denn hier? Hä, wie krass?
Nein, und das, ich hasse das auch. Das, wenn ich Deki sein möchte, laufe ich immer wie ein Idiot gegen die Gegner. Boah, macht er das gut, spielt der das gut. Das ist so. Manche Leute sind einfach blessed an den Sticks. Das ist wirklich. No, ich krieg oh nein, schade, Mann. Das ist ein ganz neues Team. Schon lange her zu Black Ops Release. Nein, er wird gesniped. Black Ops. 1-0 für Suke Melvin. Ja, 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 ja. Ja, sei der Momo, ja, sei der Momo. Ja, nein. Oh. Ja, nein. Ich dachte, wir chillen weg. Hallo. Wow, wichtiger. Aber er kriegt den Self gehabt? Ist Suka auch Gulag? Die haben beide Gulag. 2 und 2, die haben 4 Kills early, wait, aber beide Gulag. Nee, passt schon. Ich habe meine 2 Knocks bekommen. Ja, Wallhack. Ich hab sogar noch einen bekommen. Der trackt den Gegner gerade. Er sieht genau, guck mal, Achtung, er ist hier. Ja, oh, okay. Ja, easy. Ja, nice. Hat Melvin auch gewonnen? Ne, da gehen wir direkt rüber. Oh, Gas, was ein geiles Timing. Ja, 2 Gulags, Back-to-Back-Gulag. Sehen wir die Back-to-Back-Gulag-Wins auch? Ja, das ist zu gut. Ja, loslassen. Das ist zu gut. Das ist zu gut. Ja, okay. Das ist zu gut, er hat noch Full Life. Oh, schöne Shots. Ja. Kurz nachdem ich es gesagt habe, hat er alles gemisst. Und danach aber gerade so geblieben. Noch einer hier. Okay, einmal wechseln, bevor ich hier einschlafe. Gerade kriegt's. So ausgeholt. Das war ein 2CL. Shot 2CL geheult. Ich habe einen Shot geheult. Das wäre eigentlich geil gewesen als erstes Würde. Das war ein Shot. Ja, hätte man nicht gecheckt direkt, oder? Doch. Oh, ist das schön. Wenig Munition? Ja! Und das ist halt die Confidence, die du brauchst in so Sachen. Es ist auch, er hat nichts gesagt. Beide haben kein Wort darüber gesagt. Ach, Digga. Down, wipe. Wir hätten jetzt rumgebrüllt. Nice, fucking stuff. Digga, Melf, hat er alle geholt? Wie viel? 24? Haben die 24? 6. Plus 6. 6. Die sind 6 ab. Hey, ich bin schon zu weit rechts. Ist ja hier. Deutschland. Ja, ich bin komplett wertlos. Und keine Smokes. Ist das krass, dass er das überlebt. Keine jetzt ist es geil, wie er die Deckung auch spielt. Bro, das ist krass, ne? Das ist so krass. Er überlebt mit einem HP und ist vorbei. Ist zu Ende, glaube ich. Ich glaube, es ist zu Ende, ja. Kaiser, Dicky raus. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. GG's. Unlucky. Ja, schade, aber es hat richtig Bock, euch zuzuschauen. War richtig nice. Ja. Sehr gut gespielt. Thanks fürs Turnier schon mal. Und ja, und Dicky, du gehst jetzt hier mit mindestens einem TikTok-Clip raus. So gut, oder? Ja. Scheiße auf TikTok, Digga. Ich schwör's euch. Ja, nein, bist du gebrochen? Bist du gebrochen? Ja, klar ist mal. Also, wenn ich Turnier spiele, will ich natürlich gewinnen. Also. Grand Final! Wir sind jetzt im ersten oder im Grand Final angekommen. Und ich sage jetzt, meine Prediction ist, tut mir wirklich leid, aber ich glaube, Denno und Jan werden die ersten. werden die ersten Map verlieren. Und das ist das Grand Final? Ja. Die das letzten 2 Teams. Es geht jetzt hier darum, wer nimmt 1200 Euro weg? Yeah. Wer nimmt nur 500 Euro von uns weg? Ja. Das ist wirklich krass. 4 Leute. Oh, das ist die ekligste Bei, aber mit diesem Hackbitch. Aber das ist direkt rechts. Das sieht ihn direkt rechts. Die sind gut, glaube ich, sogar. Die sind geistkrank. Ja, die werden jetzt auch auf den Job. Aber die, guck mal. Jano, du machst diesen da zu geiern. Oha, die Gamertags. Baldi, GDU. Aber Jan und so haben nur einen Kill bekommen. Ich glaube, Melvin hat 3 geholt. Die gewiped. Boah, wie viele Kills schon? 18 Kills bei 80 live. Die haben Kills gemacht bisher. Holy shit. Nur die haben Kills gemacht bisher. Boah. Die schwärmen über die Map und zerstören er alles. Er hat so gut gehört. Aber sein Name. Aber auch, Bro, ich habe das Gefühl, das wird richtig krass. Ich glaube auch. Es wird richtig krass, glaube ich. Das scheint auch gar nicht so eine Kack, glaube ich, zu sein. Also klar, vergiegt, aber die kommen hier richtig gut rein. Es steht 12 zu 10 in der ersten Zone. Krass, bei 76 live. Man muss dazu sagen, es gab eine Runde vorhin, nach 20 Minuten hatte Annika 0 Kills. Das ist der Nachtritt in den Rücken. Eines rechts. Und die haben. Das ist wirklich eine gute Lobby. Aber hier kracht es auch gerade komplett. Nein, MTZ ist es nicht. Sie ist es nicht, hab mal gerade gesehen. Cool, wenn Suke damit nicht umgehen kann. Ja, ist also, einfach. Der Puls ist da. Zwei Leute auf Dach, Bro. Oh, so gute Shots, ja. Mann. Das ist so nice. Muss ich auch sagen, guck mal, selbst wenn Denno. Oha! Krass. Guck mal, Denno ist under pressure. Jan sagt ja auch, auf Dach. Und Jan, und Denno antwortet mit Ich glaube, das ist ein perfektes Duo. Der eine ist der ruhige und der andere ist so dieser. Ich hab deinen Push. Das ist so eine wichtige Nachricht immer. Ich hab deinen Push. Schon dort bei mir. War gelogen, aber.
Ja, er hat danach weggeguckt. Weil er weak war kurz, dann hat er gesagt, ich hab kurz einen Push. Ja, Bro, ich krieg einfach einen random Snipe, Digga. Und all mein Sound ändert sich, weil mein PC neu startet, Digga. Ist das RIP. Dennis spielt einen Home. Ja. Guck mal, die Shots. Nein! Ah, der Jump hat's kaputt gemacht, ne? Weil er mit dem Jump, logischerweise, der Bullet geht ja irgendwo hin. Ein Break, einen Shot von rechts geprimmt, hä? Ja, schau. Ah, da oben, der war hier. Nice, wieder der Mut. Oh. Was? Sehr unlucky. Niemals jetzt, oh. Full tot. Das war die erste Runde. Das war ein schnelles 1-0. Aber wie ist denn das? So. Jan und Denno liegen 0-1 zurück gegen StuGex und Melvin. Die müssen jetzt hier unbedingt gewinnen, haben aber noch das Replay in der Tasche, weil StuGex und Melvin aus dem Loser Bracket kommen. Genau. Wenn die jetzt verlieren sollten, dann gewinnt StuGex und Ding das erste Best of Three und dann ist quasi alles auf Null. Ja. Und wer das zweite Best of Three gewinnt, der gewinnt das Turnier. Jetzt landet jemand bei mir, oder wie? Warte mal. Wahrscheinlich ist der direkt hinter ihm, oder? Wo war das? Da. Nein. Er ist wieder auferstanden. Jesus. Der hat glaube ich, safe gemacht, ohne... Das ist halt so krass, ne? Ich werde schon sauer, wenn ich das sehe. Wie kann man das denn so ruhig runterspielen? Auch perfekt die Smoke geworfen, damit den Gegner verwirrt. Ich komme nicht weg. Boah, das sind halt zwei Teams und dann muss ich eigentlich einem... Das ist so eine gute Sentex. Ein bisschen zu spät. Das ist aber das Geile an so einer 100 Schuss SMG, du kannst dann halt auch einfach durchsprayen, ist egal. Du hast so viel Muni. Was? Bruder, was? Was haben meine Augen da gerade gehört? Bro, es ist so ein Bullshit-Tod. Boah, Melvin hat 8 Kills. Oh, der spielt, der Pro spielt gerade Opening Weekend CDL, ja, Ich denke, das wird er sein. Mann, es ist schon spät. Der Pro? Melvin und StuGex passen eigentlich auch perfekt zusammen, so ja, weißt du, so. Wir holen uns hier auch die Jobs ab, by the way. Ja. Geil. Chipbreak. Boah, der Rechel. Geil. Dartox. Geil. Der schlimmste Gamer-Tag. Dartox auch weiß. Ja, wirklich. Nein, die Pistole. Von der Leiter. Und 10 Kills. Amos ist schon broken für die Pros, nicht in Warzone 3. Also wenn die hier krasse Shots haben, dann liegt das nicht daran, dass Amos das ganz viel macht. Ja, also das ist einfach der insane Aim. Also, und es hat ja jeder den gleichen Amos. Ja. Erstens das und zweitens, also der ist ja wirklich warte. In dem Game. Bro, wie gut spielt er sein Positioning da gerade? Bro, also 13 Kills, was? Bro, er ist... Also irgendwann ist doch jetzt auch mal gut, oder? No Auge, aber... Holy! Und direkt Gulag. Bro, aber was für ein Abstand auch, oder? Also siehst du das? Das ist hart, was Melvin da gerade ausgepackt hat. Oh mein Gott, er war One-Shot. Die haben es 2-0. Es steht 2-0. Und damit Full Reset. Zweites Best of 3. Es steht 2-0, das heißt... Ja. Reset. Ja. 0-0. 0-0. Wer jetzt gewinnt, der hat das Turnier gewonnen. Ja, das Ding gewonnen. $1,200 Euro Earnings. Das zweite Best of Three. Denn Melvin und StuGex haben gerade in Rekordzeit, du stehst komplett in Rekordzeit, haben sie das erste Best of Three gewonnen. Und der Gewinner von diesem Best of Three, also wer jetzt 2 Runden gewinnt, für sich entscheidet, gewinnt das erste deutsche Warzone Ursikstan Turnier. Ja. Wer Runde 3? Stark. Nein. Oh, wo kam der her? Oh, ist das ärgerlich. Geht noch. Und da ist der Trade gewesen von Stuke. Boah. Ja, das sind auch das die war eine richtige Matze Löschung. Komplett der Knossi. Boah, stark. Er ist so weggerannt, komplett der Knossi. Nein. Pass auf. Wie steht es? Es ist gerade das frische erste Runde vom BO3. Ja, Mine, ich schick mein Leben. Bei mir ist drin. Er ist irgendwo. Ich rufe Boah, die locken aber langsam rein. Sie kommen rein. Jetzt läuft's gerade. Jetzt sind sie richtig im Flow. Jetzt müssen sie keinen blöden Tod kassieren. Jetzt müssen sie so weiterspielen. Und Melvin hat schon Gulag ist Full Dead. Jan auch Gulag. Wir gucken Jans Gulag an. Ekelhaften. Und ich verliere so Gulag. Nein. Hey, und Denno auch tot. Hat Denno auch Gulag? Das muss Denno jetzt gewinnen.
Guck mal, er spielt vorsichtig. Mhm. Er ist nochmal zurück in den Headglitch gegangen. Er weiß schon, worum es gerade geht. Ja. Melvin, full tot. Stu Keks alive. Oh. Aber auch ein guter Gegner gewesen. Aber auch ein guter Kracher. Ganz, ganz wichtig, Alter. Anax, diese Gamertags sind schrecklich, die Runde. Mhm. Oh, Bro. Ich dachte, es geht bis nach ganz unten. Alter, Klusts. Bro, was die Gamer. Ich hab, also wenn ihr mich fragt, ob ich mitspielen möchte, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Bro, seht ihr diese Gamertags, Chat? Und E. Danny und Ed Zwix. Was ist denn das? Von der Seite. Oh mein Gott. Damn, nur danke für den Prime. Was hat er gesagt? Ein ganzes Team ist bei Feuerwehr, wo die Portable ist. Du hast Geld für Rebuy. Sonst kriegst du noch Rebuy. Und da lachst du nicht sterben, ne? Wo ist er? Alter, guck dir die ganze Zeit an. Das liebe ich ja, ne, wenn du in einem Raum bist. Ja, ja. Und dann schlägt alarmiert. Oh, drei Leute auf, Bro. Oh mein Gott. Oh, sie machen hier jetzt nächsten schon wieder so eine Game Attack. Also die Lobby ist kein Witz. Das ist die Lobby ist kein Witz. Der Wetter, geschossen hat. Digga, was macht Melvin gerade? Was machen die gerade? Die holen gerade so krass auf. Ja, ja, ja. 21, zwei down nur noch. Oh, schöne Shots. Das ist ein Team Wipe. Gegen Scannerpaar. Denno holt den nächsten. Ja, die kriegen da gerade die Kills. Der eine muss mal bei den Kindern. Da kommt einer. Ja, der lässt einen schönen Blitzbad. Ist aber auch irgendwann was. Ja, 25 zu 23, glaube ich. Ja, das ist over. Das sind die mit dem Glücksstück. Die sterben da jetzt halt. Ja, die könnten sogar noch gewinnen, glaube ich, ne? Ja, wenn sie alle Kills bekommen würden. Ja, das ist halt Arschritze, ne? Das sind halt wirklich kranke Opfer, man, muss man ja wirklich sagen. Hey, Digga, ist das so könig? Wir können nicht aufholen, weil die im Glücksstück sind. Ja. Unlucky. Aber sie hätten halt auch quitten können, ne? Aber man muss auch sagen, also wer sich unter so einem Map-Glitch auch einfach, also Clowns. Mhm. Zweite Runde, zweites Grand Final. Jan und Denno, wenn sie hier gewinnen, sind sie die Sieger des Turniers. Und danke, Zephyrs. Eins geschafft. Das One-Shot, das One-Shot. Stark, stark, das spielen die wirklich gut. Noch einer? Weak, weak, weak. Eins für Shield Break. Vielleicht sind es unsere Landing-Spots auch einfach nicht. Ja, guck mal, wie geile Action die da haben. Das war sogar einfach richtig, so richtig. Fünf, warte, 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 er macht auch noch Team Wipe. Erst in meine Mine. Stark. So stark. Noch eine Second. Bro, im Grand Final! Ja, ja, dann Denno Gulag, schauen wir einmal. Oh ja, stark. Ja, 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 ja. Macht er gut. Oh, Jan jetzt? Jan, eins, oh, oh, zwei. Zwei Knock, nur noch einer oder zwei. Ist das bei den anderen? Wo sind die? Bin auch bei mir, auf der Bridge irgendwo. Ich seh den letzten. Ja, ja, geschenkt, stark. Ja, sie fighten gerade. Ich meine, noch 10 Kills alleine. 11 Kills. Oh. Beide tot? 11 Kills. Oh, war knapp, er hatte First Shot. 0,9 Sekunden Shigai 667. AFK sag ich. Ich sag gar nichts, bin scheiße. Oh mein Gott. Also das ist gestört. Also, aber ist die sind aber auch gestört. Wirklich alle vier hier verdient im Grand Final, ne? Bro, wirklich, also. Die, ich hätte nicht gewonnen. Na, auf gar keinen Fall. Er hat First Shot, er ist crouched, er schießt gut zurück, aber Stuka hat ihm nur Headshots gedrückt. Bro, wieso sind da so viele eigentlich? Können wir darüber reden? Das sind immer überall so viele bei denen. Guck dir die Gamertags an! Tune it! Pets sind drei Buchstaben! Bro, es ist so ein Tempo in dieser Runde drin. K7! Gamertags ist das. Man sieht auch nur die ganze Zeit Isiko. Was hast du mal? Maven 50 Kills! Bro, ich. Hä? John Doubt? Du hast gerade offen, steht unter mir. Denno auch sehr weak. Oh ja, stimmt. Ah, scheiße. Okay. Er wird auch angeschossen. Ach, oh Scheiß, mein! No way! Er ist K7, zwei Buchstaben. Den haben wir gerade eben im Killfeed gesehen. Dann ist er Ash. 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 Er ist Ash. Ja, er sagt's. Es ist ein geisteskrankes Grandfinder hier gerade schon wieder, ne? Ich glaube, mich sieht, mach einen 3. Full Team. Kriegt er den? Nein, kriegt er nicht. Jan, land auf den, oder? Ja, ja. Boah! Der Übergang! Der Übergang! Da kommt noch einer. Der Caster ihres Vertrauens! Der Caster ihres Vertrauens! Ist das krass! Noch einer kommt tot, noch einer. Nein! Nein! Du hast ihn erzählt! Er hat safe, er hat ihn durchselten! Oh, niemals. Gott, weil man sich jetzt viel schneller hochsliden kann, gewinnt er das und Melvin ist weggesprungen, damit er ihn finishen kann.
Doch nicht. Zu zweit halt oben. Ja, ist schwierig. Jetzt zu. Egal. Ne, ich sag, er macht das. Ja, links. Nein! 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 Oder nein! Ich bin nicht der Beste. Nice, good shit. Oh mein Gott! Ja. Im richtigen Moment noch zur Seite geslidet, ja, so, so das Aim des Gegners gebreakt und kann ihn dann rechain. Das ist crazy. Boah, 14 Kills. Und wo hast du diesen Slideshot gesehen? Er hat ihm so einen Mittelscheite gegeben. Jetzt hat er ihn. Das ist halt so ein Ficker. Oh nein! Ist es nicht? Ist es nicht? Und zwei! Aber er kriegt sie, glaube ich. Stark. Oh mein Gott! Er hat einen geklaut bekommen, glaube ich. Er hat nein, er hat beide bekommen! Denno so stark! Oh. Wie sieht's hier aus? Stuke fights? All eyes on Melvin. Stuke full dead. Jan full dead. Wenn Melvin jetzt nicht den Wiederkauf schafft. Geld findet man zum Beifeck, das ist so krank. Das ist eine Weite, wird ganz rechts oben. Eine Flare. Flare. Warte, bis er ihn kauft. Ich glaube, er wird ihn nicht kaufen, weil er sieht, dass du noch. Ich würde es machen, glaube ich. Ja. Ah, guck, score. Oh, es wäre 50-50. Ich bin weg von dabei. Ich hab's ihn zum Ende gepackt, meine Flair. Er hat mir auch nicht zugeguckt. Er kann es nicht wissen. Oh mein Gott, so smart. Weißt du, was sie gerade gemacht haben? Ja, 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 ich hab's versteckt. Flair vor Denno versteckt, vor Jan versteckt. Weil er nicht spectated hat. Ah, er kann auch hier an dabei holen. Guck mal, easy. Ja, ja, klar. Aber wusste er halt nicht, weil er wurde ja vorhin von der rechts. So bist du eingestiegen. Nee, von der rechts screamed, weißt du? Deshalb. Oh, free, free, free. Doch nicht, hab nichts gesagt. Das ist der überste Sweat, der hat Alert, der hat direkt. Er hat so Handbremse. 180 gemacht. Das ist doch ein Joke. Und der pusht das jetzt. Ich muss den pushen, aus Infla. Wir haben noch eine dritte Möglichkeit. Das ist doch kein Sweater. Doch, das war der im Gulag, der hat auch reingegeekt. Der nächste schreibt jetzt die Person, die als erstes den Shot markiert hat. Boah, ist das stark, 17 Kills. Echt? Ja, ja, hab man noch gehört. Oh ja, du hast recht. Boah, 18 Kills, das könnte die nächste, das könnte die nächste 20 sein, by the way. One sec. Niemals weg, noch. Niemals guckt der zu mir, Bro. Wir sind ab, hast du gesagt? Zwei ab. Okay, dann gehen wir auf Denno. Denno im Zugzwang. Jetzt hat er 3k. Guck mal, im Late Game kann man noch regain. Alles spielen mit Radar, das ist. Rechts von dir. Oh mein Gott, und noch den richtigen geholt und noch einen Kill gemacht. Bro, es ist so krank, wirklich. Ich werde so traurig. Und Schuke kriegt den Kill. Zuke kommt so reingekracht mit 600 PS und kann ihn noch holen. Das ist so krass. Ich sehe immer nur zu den Chat schreiben. Alter, ist das krank. Oh, ist das krank. Ja, die können stayen, ist das krank da oben. Und die brauchen halt die Kills. Und mich. Alle vier noch alive und es leben noch richtig viele. 14 noch alive, 13 Kills. Nehmen uns. Weg, bei dir unten drinnen. Bro, diese Lobby ist so am Triefen. Er kommt jetzt erst rein. Guck mal, wie die da gemacht. Oh, dieses Geslide. Da muss der hochgegangen sein, aber jetzt hat Denno den Advantage auf ihn. Oh mein Gott! Zwei! Bei mir ist noch einer. Das ist Gamer! Oh mein Gott! Denno, was?! Ich fliege auf dich. Er hat, guck mal, wie viel Leben er hat! Noch mal ein HP! Zu zweit jetzt auch da. Melvin dead. Bei mir auch da? Melvin dead. Stuke ist aber noch Kill gemacht. Da kommt was ist da los? Was, Bro, was passiert hier? Noch ein Kill, Melvin full dead. Du musst runterspringen. Du kriegst noch einen Finish. Dreht sich auf sich selber. Es kracht. Was geht hier ab? Es ist Witches. Es sind Customs, Digga. Gefühlt. Cluster von Gegner. Dreht sich von sich selbst. One shot, knock. Dann kriegt einen Knock aus der Luft. Head wieder mit drei Buchstaben. Noch einer, noch einer. Oh, so ein Free Kill. 14. Oh mein Gott, ich hab keine Ahnung mehr von da oben. Bro, überhaupt nicht. Überhaupt keine Ahnung. Einfach nur sehen. 3 gegen 3. Er holt ihn. Oh mein Gott, guck mal, wie sie. Wer kriegt ihn? Wer kriegt ihn? Guck mal, wie die pre-firen. Guck mal, wie die pre-firen, wie sie ihn jagen. Um den Kill. Er springt ihm jetzt hier raus. 36. Unentschieden. Zu 2 und. Die haben mehr Schaden, weil er 8000 36? Schaden hat, Digga. Er hat 20? Den letzten Kill bekommen, Bro. Ja, ist unentschieden. Es ist 35 zu 35. Es geht nach Schaden aus. Es ist ein 1 gegen 1. Wir gehen in die letzte Map des Turniers. Die letzte Map des Turniers und die vorletzte wird mit Schaden entschieden. Oder? Nein, 36, 34. Nein, die haben doch gewonnen. Die checken selbst nicht, dass sie gewonnen haben. Jungs? Also ich hab jetzt schon geschlafen. Digga, Jungs? Ich bin komplett stoned. Ihr habt gewonnen. Digga, jetzt hören wir euch zu und rasten hier aus. Oh mein Gott, als ob das jetzt so passiert ist. Und dann habt ihr einfach gewonnen, Mann. Digga. Jungs. GG's. Es hat richtig Spaß, der letzte zu kommen. Ja, ey, wo also diese. Generell, ey, ich hab alles in Zeitlupe-Gefühl gesehen, wie ihr da diese Treppe hochgerannt seid, diesem Typ hinterher. Aber hast du kriegst gute Quote bei meinen Turnieren, oder? Erster, zweiter Platz? Ja. Ich hab den Tupid mitgenommen.
Aber man kann nicht alles haben. Nächstes Mal vielleicht. Es ist wirklich besser gelaufen, als wir uns vorgestellt haben. Wir freuen uns übertrieben. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Zum Glück zum Ende hin ist auch nicht nochmal die Luft rausgegangen. Es hat richtig, richtig gekracht. Ja, ja, das ist komplett identische Stats einfach von Average Viewern her. Das ist crazy. Vielen, vielen, vielen Dank. Kuss für den Support, ja. Sehr, sehr geil. Sehr geil, dass das so funktioniert hat. Kuss, dass auch so viele Leute einfach die ganze Zeit am Start geblieben sind. Wirklich sehr, sehr geile Sache. Vielen, vielen Dank an die Mods. Vielen, vielen Dank an Julia, Fabi vor allem. Mario, Tine. Genau, an die im Chat noch am aktiv waren. Alle. Danke an Panda für die Designs. Danke an Franz fürs Cutten. Danke an die Teilnehmer, die dabei waren. Vielen, vielen Dank an Chris für die Mitorganisation. Dass es so geil funktioniert hat, dass ihr es so enjoyed habt. Danke an dich fürs Pünktlichkommen. Das ist auch ganz wichtig, ne? Das war auch wichtig. Unprofessionell, wenn man zu spät kommt zu seinem ersten Turnier. Danke an Scuff, an unsere Partner, danke an Call of Duty. Und macht's gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Tschüss.